Willkommen zurück zu Mafia 3. In der letzten Folge ist einiges passiert. In einem Wissenschaftscenter. War recht aufregend. Auf jeden Fall. Oh, ich bin ja noch gar nicht fertig mit Jackie. Sehe ich gerade. Verbleibender Schaden. Okay, ich wollte gerade mit der Drulla hier sprechen. Aber es gibt ja noch einiges zu tun. Da. Und da. Okay. Na gut, alles klar. Einen Moment. Das haben wir gleich. Gib mir noch eine Sekunde, Jackie. Ja, komm, fahr. Ja, komm, da fahr. Ich wusste es. Wenn ich losfahren will, fährt die auch los. Wie im richtigen Leben. Komm, hopp, jetzt mach. Mein Gott, schlimm. So, genau, ja. Also, letzte Folge haben wir das PCP-Geschäft abgeschlossen. Da hocken jetzt die Iren drin. Ich hoffe, die naschen nicht alles selbst auf. Jetzt müssen wir eben noch hier mit dieser Southern Union da was erledigen, ne? Das sind die lieben Rassisten aus dem Süden, die hier rumlaufen. Ich meine, wir sind ja hier im Süden, ne? Ist ja Louisiana, ist ja New Bordeaux, ne? Eine Anspielung auf New Orleans. Wieso hüpfst du? Na gut, du hast überlebt. Genau, also, ne, dass die Südstaatler hier im Süden sind, das ist nicht sehr verwunderlich, aber sind eben asozial. So, dann gucken wir mal, was hier los ist, ne? Guck mal, guckt euch die mal an. Sind die nicht schön? Kampf, ja. Ich hau direkt mal ab. Ich bin ja gar nicht da. Oder? Die Bullen, guten Tag. Wenn die mich jetzt abschießen, sagt ihr dann was oder eher nicht? Oder gebt ihr mir jetzt einen Strafzettel, weil ich da so all geparkt habe, ja? Sind ja immer alles die Schwarzen schuld hier, ne? So, ich knack mal gerade hier. Ich hoffe, die Polizei hat da nichts gegen. Autsch. Nee, aber du hast da was gegen. Wie Verbrechen? Wieso dann ich? Ich hab mich nicht abgeschossen. Oh, schön. Ist das nicht schön? Ja, was für eine schöne Zeit zum Leben. Gib mir deine Karre. Du solltest dich was schämen, ey. Guck doch mal, was ich hier für eine Scheiße hier am Arsch hab. Ah. Fahr, du blödes Ding, du! Komm, noch ein Stück. Ja, komm, weiter. So ist toll. Gut. Oh mein Gott. Ich werde angeschossen und dann sagen die, Verbrechen. Das einzige Verbrechen, was ich begangen habe, ist, dass ich nicht direkt gestorben bin. Warte mal. Wo bin ich eben her? Genau, hier. Nee. Wo ist dieses Wissenschaftszentrum? War das hier das? Das war irgendwo am Fluss. Ich hoffe, da kriege ich Unterstützung. Bis dahin muss diese Kiste hier durchhalten. Oh, nee. Hallo. 500 Meter noch. 500 Meter bis zum Ziel. An der nächsten Kreuzung rechts abbiegen. Oh, ficken. Fahr! Oh, da kommen ja noch mehr. Wieso? Ist das eine Polizeistation gewesen da, oder was? Das Schlimme ist, die schießen auch aus dem Auto raus, ne? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ey, guckt euch mal das an hier. Nee, das war nicht das Wissenschaftszentrum. Naja, was soll's. Hui! Nice. So. Wiedersehen. Komm, sprinten, Lincoln. Sprinten. Mhm. Scheiß hast du. Aua. Ich hätte gern hier. Aber schnell bitte.
Ja, mich am besten nicht überfahren. Komm, steig aus da! Das ist eine große Hilfe. Oh, ne. So, jetzt habe ich wenigstens was Schnelles unterm Arsch, ne? Mit dem Platten. Natürlich. Warte mal. Hier sind viele Verbündete. Hilfe! Kann man den Zaun hier durchbrechen? Nee. Entschuldigung. Ich will nichts von Big Hank Double Cheeseburgers hören. Ich will überleben. Hilfe! Wo sind denn hier meine Verbündeten, Mensch? Hier drin? Na gut. Hier bin ich auf jeden Fall erstmal sicher. So. Hallo. Ach, hier beim Schrottplatz. Hm? Da, wo wir mal mit dem Anführer der Iren hier geschossen haben, ne? So. Schick mir mal die Kiste. Brauchen neuen Wagen. Bin dabei, Junge. Ich lass ihn schon mal warm laufen. Ah. Hauptsache, hier sind keine Bullen. Der Rest ist mir dann nur noch egal. Schick. Ein Laster und genau pünktlich. Das ist eine große Hilfe. Danke sehr. So, ab jetzt. Wow. Das war uncool. Dabei habe ich überhaupt nichts gemacht, wisst ihr das? Wow. Oh, was hat der für Bremsen, ey? Alter. Ich sage euch, was für Bremsen er hat. Gar keine. So, wo muss ich jetzt nochmal hin? Ach ja, dahin wollte ich doch, ne? Mein Gott. Da habe ich jetzt den ganzen Weg wieder zurückgefahren. Also die Kiste hier, die ist wirklich ein bisschen schwierig. Boah. Naja, ist mal was anderes, aber cool ist die nicht. Also vom Aussehen ist die cool. Ui. Und ist bestimmt auch, Vorsicht, ist bestimmt auch im Gelände ganz gut. Sorry, ey. Ich glaube, man müsste der Polizei nur nennen, was für ein Auto ich fahre und dann haben die Verständnis dafür. Ja, nee, kann passieren, alles in Ordnung. Puh. Ja, ja, born to be wild, ey, du mich auch, ey. So, raus hier. Bin ich hier richtig, ja? Eine Mauer. So, ich versuch's jetzt mal von der anderen Seite. Da fahren schon wieder die Bullen rum. Das ist keine Pistole, das ist eine Maschinenpistole. Soll ich dir mal zeigen, was man damit machen kann, ja? Oh. Nö. So. Ich versuch's einfach von ein bisschen weiter weg, ne? Ach, sag mal. Sonst noch wer? Alter, du musst einen Scheiß. Lass Finger weg vom Telefon. Komm, hau ab. Hört doch einfach mal auf damit, wisst ihr? Dann wäre das Leben für uns alle einfacher. Ich würde euch nicht umboxen und ich hätte keine Probleme mit der Polizei. Alles wäre gut. Darf ich mal deinen pinken Käfer haben, bitte? Oh, da ist ja schon wieder die Polizei. Wie schön. Toll. Hat man ja lange nicht mehr, ne? Supi. Freue ich mich. Und ich bin wieder im Käfer. Warte mal. Jetzt wartest du mal kurz. Ich war schon mal ein bisschen in die Nähe hier von... Wow, das ist ja im hintersten Loch. Ja, genau. Haltet sie auf. Sehr gut. Woo! Ich flüchte mit dem Käfer. Leckt mich. Jawohl.
Schon Badass, oder mit so einem pinken Käfer vor der Polizei zu flüchten und auch noch Erfolg zu haben. Nice. Ja, ja, mach mal. Bis du die gerufen hast, bin ich ja schon wieder weg. Dumm-di-dumm-di-dumm. Bin ja gar nicht mehr da. Oh, ein Gaslaster. Mit dem würde ich auch gerne fahren, aber der ist ja noch langsamer als Hedikist. Deswegen lasse ich das gerade mal. So, bald habe ich auch Hedienbezirk übernommen. Weil bis hier oben hin kommt die Polizei sicher nicht. Aber jetzt bin ich ein bisschen besorgt, was mich hier erwartet. What the fuck? Hallo? Dachte ich mir, dass das so wird. Komm, erhol dich. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. So ist brav, Lincoln. Danke. So, mein treuer Käfer, du musst mir jetzt als Deckung dienen. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole. Suche einstellen und streife die Sportwelt. Ich wünschte, ihr würdet sterben wie die Fliegen. Fliegen haben leider keine Schusswaffen, ne? Ach, der ist schon kaputt. Ja, da sagt das doch. Ich mach ihn alle. Warte mal. Nicht sterben, ey, bitte. Da war doch so ein roter Kanister. Macht der nicht Bumm, wenn man drauf schießt? Ah, der hat sich eine Granate vor die Füße gelegt, okay. Sehr gut. Das ist natürlich dann relativ ungesund, ne? So, das. Hier ist noch irgendwo so ein Abhörding. Na, holst du das bitte? Oder holst du das nicht? Ah, man muss die Waffe wegpacken. Natürlich, sorry. So, was gibt's hier noch zu zerstören? Das? Ach, dahinter. Okay. Immer noch nicht. Immer noch nicht genug Schaden. Wohin müssen wir dann jetzt noch? Okay, wir reden mal mit der. Vielleicht sagt die uns ja noch, wo wir weiter Schaden anrichten können. Weil da reicht ja noch nicht und da gibt's nichts mehr. Wie heißt die? Grimaldi? Oh. Da ist doch die monegassische Herrscherfamilie. Ist ja spannend. So. Nichts passiert da hinten, siehst du? So. Nice. Also wenn die Kiste hier will, ne, dann kann die ja schon recht schnell sein. Hallo, Tag. Ich muss mal kurz. Ja. Yeah. Gepäck noch drauf? Mhm. Hört sich aber auch wild an, ne? Hey, ein Kino! Ich müsste doch den neuen Star Wars gucken, fällt mir gerade ein. Vielleicht haben die den ja hier. Oh. Yay! Gut, ich bin fast gestorben bei der Aktion. Aber egal, war lustig. Hallo. So, kannst du mir sagen, was ich jetzt noch machen kann? Ich bin leider fertig. Ich brauche was zu tun. Hab die Dreckskerle hart rangenommen, aber nur ein Wort rausgekriegt. Belair. Weißt du was? Das könnte es sein. Moreau ist der Mehrheitseigner des Belair Supermarkts. Als du diese Rassistenschweine vorgeknöpft hast, gingen die Telefone los. Keiner hat Belair namentlich erwähnt. Aber ich habe eine Zeit. 10 Uhr abends. Und genug Indizien, um alles zu verbinden. Was immer es ist, wird im Supermarkt passieren. Heute Abend. Da, was für ein Zufall. Lincoln, was die Typen angedeutet haben, ist schlimm. Wirklich schlimm. Also sei besser leise.
Wir müssen rausfinden, was genau Moreau vorhat. Und wir kriegen keine zweite Chance. Alles klar, Jackie. Wie gut, dass der Laden hier so schlecht läuft, ne? Und keiner zuhört, was wir hier bereden. So. Steige ich wieder in meinen treuen Käfer, der mir eben so ein bisschen den Arsch gerettet hat. So ein kleines bisschen. Ah. Oh. Oh. Das sieht aber gefährlich aus da oben. Ich könnte ja mal fragen, ob die Polizei mir hilft, ein Verbrechersyndikat aufzulösen. Ich gucke nur gerade mal nach neuen spannenden Kisten. Falls ihr euch fragt, wohin fährt er denn? Naja. Na komm. Danke, dass du das Schloss knackst und nicht die Scheibe einschmeißt, ein Ellbogenst. Ist doch auch schön. Da ist ein roter Sportwagen, wieso war der eben nicht da? Egal, ich hab ja jetzt hier die Kiste, ne? Die ist ja auch ganz nett. So, und wenn ich das da oben da mache, das ist dann $45.000 wert, oder was? Wäre natürlich ganz cool. Das geht. Hey! Ja, da müssen sie sich auch nicht wundern, wenn sie unterm Auto liegen auf einmal, ne? Das Lied hier, ich glaube, das ist sehr bekannt. Autsch. Ja, ich will da auch in die Ecke. Als Remix, oder? Das kommt mir so ein bisschen bekannt vor, aber nicht ganz. Ja, okay, jetzt müssen wir leider ausmachen. So, was ist hier los? Bel Air Supermarkt. Suchen wir. Da, links. Aber wir müssen da rechts hin. Aha, zum Möbelladen, warum auch immer. Kriegen wir jetzt Unterstützung? Nö, okay. Ich dachte, das würde eine Cutscene starten und dann... Darf man hier als Schwarzer einkaufen oder nur mitarbeiten? Tag. Danke. Danke. Sonst gibt's hier kein Geld? Okay. Dumm-di-dumm-di-dumm. Ja, ich hätte dann gerne zwei Zimtschnecken, bitte. Und ein Berliner. Oh, was ist da denn hier? Donuts mit Erdbeerglasur. Jo, davon Oma zwei Stück, bitteschön. Habt ihr Roggenbrot? Ich sehe was, was ihr habt. Yeah. Wäre auch ganz geil, wenn ich da diese schusssichere Weste da erkriegen könnte, ne? Das fände ich ganz, ganz supi, fände ich das. Feindliche Zone. Da hat irgendwer ganz schwer geatmet, aber ganz schwer. Guck mal, hey, die Kiste ist ja noch nicht mal richtig... Ist ja noch nicht fertig gebaut. Verfluchte Scheiße. Ach, komm. Nee. Ganz sicher nicht. Dreckiger Hund. Was willst du? Verdammte Kacke, tut das weh. Jetzt tut's nicht mehr weh, oder? Boah, keine Munition mehr. Ist das dein Ernst? So. Entweder gebt ihr mir Munition oder eine neue Waffe. Ja, ich meine, so eine Schrotze wär auch ganz geil, ne? Also, Munition. Sehr schön. So eine Schrotze macht ja auch Spaß. Geld! Wieso liegt hier Geld in der Fleischerei, in der Metzgerei, in der Fleischabteilung? Kapier ich nicht. Ich hätte aber immer noch ganz gerne die schusssichere Weste da. What with the... Ah, da liegt sie doch. So. Okay.
Ich muss den immer noch untersuchen. Oh, die Kühlkammer. Hier hat einer sein Bier kaltgestellt. Würde ich auch machen. Ja, wo bist du denn? Boing. stell dir mal vor, ihr lauft einfach durch die Gegend. Auf einmal kommt da so ein Schaft ins Gesicht. Schrecklich. So. Alle Gegner fort, ja? Da kann ich mich ja jetzt hier frei bewegen. Das ist schön. So, noch so ein Medipack-Gedöns. Wunderbärchen. Was habt ihr hier noch? Noch ein bisschen Knete. Noch ein bisschen Knete. Eine nackte Frau. So. Ja gut, jetzt habe ich hier den Laden untersucht und weiter. Also manchmal ist die Grafik ein bisschen glitschig, hä? Ja, irgendwie passiert hier aber nicht mehr viel. Ich gehe nochmal dahin, wo mir markiert worden ist da. Und dann sehen wir mal weiter. Hallo. Ach, ich muss ja bis Sonnenuntergang warten. Naja, ich habe da schon mal ein bisschen aufgeräumt, gell? okay. Hups, das habe ich wohl verpasst. Da sind sie. Mit den Säcken über dem Kopf. Zack. Ich könnte mir doch auch einfach so einen Sack über den Kopf ziehen, oder? Dringe in den Supermarkt ein. Wie wär's mit dem Haupteingang? Hey, gute Idee. Im Namen von Mr. Moreau danken Mr. McConnell und die Southern Union Ihnen für Ihr Erscheinen am heutigen Abend. Mr. Moreau bat mich, Sie daran zu erinnern, Sie haben gerade dass Sie nur Bargeld annehmen, dass für einen geringen Aufpreis raus, was das alle erstandenen Waren sicher an einen Ort Ihrer Wahl geliefert werden. Also, das erste Objekt ist dieses kümmerliche Exemplar, heute Morgen frisch aus Haiti geliefert. Dieses kraftstrotzende, nubische Stück Fleisch... What the fuck, Sklavenhandel, ja? Ich wiederhole, dies ist ein prächtiges Exemplar. Keine sichtbaren Wunden oder Narben. Persönlich begutachtet von Mr. Moreaus Ärzten. Scheiße. So einfach geht das. Ich sterbe. Ja, gut so. Ah, okay, verstehe. Ach, guck mal, wie schön. Jetzt habe ich natürlich auch das arme nubische Exemplar aus Haiti. Was ist da dann hier? Erledigt und was hier sonst noch so abging, aber egal. So, ja, 30 Kugeln von dem sind besser als nur 9 Kugeln von dem anderen. So, mein Bester. Wo sind die anderen? Chester hat die Nigger immer in Frisco. Also mach es kurz, du schwarzes Arschloch. Okay. Ratte kannst du nicht trauen. So, das hätten wir. Das wäre erledigt. Verstärkung? Nee. Fuck this shit, I'm out. Also ich wünschte, ich wäre out. Aha. Aha. Okay. So, ich hole mir gerade mal euren Truck, ne? So. Ja. Macht ihr mal. Wiedersehen. Oh, das ist aber ganz schön viel Verstärkung. Da bin ich ja noch ganz gut davon gekommen, hä? Tschüss. Hau ab.
Weißer Abschaum. Huiuiui. Vor allem, dass da nicht die Polizei kommt, ne? Oh, das riecht mich so auf. Dass die Polizei nur dann kommt, wenn ich irgendwas anstelle. Sonst sieht man die nicht, ne? Ekelhafte Wichser. So. Rette die Opfer des Menschenhandels. Jo. Mach ich. Sofort. Vorsicht. Sag bloß, sind die... Ach so, verstehe. Das sind wieder drei Orte. Okay. In Ordnung. Das ist aber ein bisschen viel für den Rest der Folge, ne? Ich glaube, das machen wir dann wieder in der nächsten. Ne? Und ich habe noch 2 Granaten. Das heißt, könnte recht schnell gehen. Halt mal die Klappe, bitte. So. Ich fahre da schon mal runter. Aber bleibt noch ein bisschen auf Abstand. Vor allem der Typ sagte gerade irgendwo in Frisco, ja? Irgendwo kann... überall sein. So. Gut. Also, da hier keine Zeit oder so läuft, ne, brauche ich mich ja auch nicht zu beeilen. Und deswegen beende ich jetzt die Aufgabe. Aufnahme. Die Aufgabe beende ich in der nächsten Folge. Oh, da wird ja schon geschossen. Bis zur nächsten Folge. Bis dann.